Wir sind hier in der Mühlberger Straße in Esslingen. Wir sind zu einem ausgedehnten Küchenbrand alarmiert worden in einer Betreuungseinrichtung. Es wurde auch so dann vor Ort bestätigt. Wir haben eine verrauchte Wohnung angetroffen und mehrere Personen, die bereits im Freien waren. Es wurde dann ein Löschrohr zur Brandbekämpfung vorgenommen und die Personen aus dem Bereich geführt und am Rettungsdienst übergeben. Die Schwierigkeit hier an dem Gelände ist vor allem die Hanglage und die schlechte Zugänglichkeit, sodass wir zunächst einmal relativ aufwendig von oben her eine Wasserversorgung legen müssten bis zum Eingang der Wohnung. Die war nicht mehr im Vollbrand, also es hatte starke Brandsicherung stattgefunden, aber es wurden erste Löschversuche durch die Bewohner unternommen, die teils erfolgreich waren, sodass die Feuerwehr im Wesentlichen noch Nachlöscharbeiten mit dem ersten Rohr vornehmen musste. Das waren 6 Fahrzeuge und 22 Mann der Feuerwache Stadtmitte. Ja, alarmiert waren wir zu einem Wohnungsbrand, Küchenbrand. Vor Ort war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. 4 Personen aus der Wohngruppe sind dann bereits nach eigenen Löschmaßnahmen selbstständig ins Freie herausgekommen, wurden dann vom Rettungsdienst notärztlich gesichtet und vom Rettungsdienst übernommen. Insgesamt gab es 4 Verletzte, die alle 4 zur Beobachtung heute Nacht in die Klinik verbracht wurden. Bei den 4 Verletzten handelte es sich ausschließlich um Rauchgasintoxikationen, die in der Klinik zur Überwachung aufgenommen wurden. Vor Ort waren hier 2 Notärzte mit 3 Rettungswagen, einem Krankentransport und einem leitenden Notarzt.